Armhände. Oh, meine heizbaren Handschuhe. So. Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem Winterabend-Nacht-Vlog von BMIK. Ich habe jetzt schon ein paar Tage keine Videos mehr gemacht und habe mir gedacht, heute, obwohl es jetzt 0 Grad sind, aber die Straße ist trocken. Ups. Dachte ich mir, ich mache heute mal wieder einen Vlog und drehe mal eine kleine Runde, wenn es auch, wie gesagt, schon dunkel ist. Aber es sind einige Sachen bei mir passiert. Zuerst mal, ja, habe ich mir einen neuen Helm gekauft. Naja, letzte Woche irgendwie Black Friday, auch nee, Black Week. Und es waren die Angebote, unter anderem bei Louis. Und mein alter Helm, den ich jetzt schon zwei, drei Jahre habe, der von Shark und der auch gar nicht schlecht ist, den habe ich ja mal vorgestellt damals. Den habe ich doch sehr viel und sehr oft getragen. Und der ist schon ziemlich ausgeleiert und abgeranzt. Naja, und die hatten einen schönen Helm bei Louis im Angebot für 2,99 €. Der das versprochen hat, was ich mir schon immer gewünscht habe. Dass er nämlich unten am Hals komplett dicht ist. Und mir da kein Wind mehr reinzieht und keine Kälte und mir dann sozusagen immer die Nasennebenhöhlen und Stirnhöhlen entzündet. Ja, und so ist es bei diesem Helm auch. Perfekt. Also, ich bin echt begeistert von dem Teil und er hat da letzte Woche zugeschlagen. Zwei Tage später wurde er auch schon geliefert. Und jetzt, ja, fahre ich mit meinem neuen Helm durch die Gegend. Einmal hatte ich ihn schon auf. Und dann habe ich, weil ich ja einen ganz alten Helm habe von meinem Bruder noch, den Shoei, der ja nun wirklich total abgenudelt ist, wo ich immer meine Aufnahmen mitgemacht habe. Den habe ich jetzt aussortiert und habe jetzt den das Equipment mit der Kamera habe ich jetzt an diesen Helm geschraubt. War nicht ganz einfach, weil der Shoei war ja kein Klapphelm, war ein vollintegraler Helm. Und der hier ist ja nun Klapphelm. Und beim Klapphelm ist das nicht so einfach, die Kamera daran zu bauen. Und ja, habe ich jetzt zwei Tage getüftelt und gemacht und getan. Aber ich habe es soweit hingekriegt. Ja, das soll es eigentlich zu meinem neuen Helm auch schon gewesen sein. Ah! Würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ja, wieder einer, der nicht weit genug vorfährt, dann können wir ja ranfahren hier, egal. Würde ich sagen, das war's in diesem Video.
wünsche euch alles Gute, bis zu meinem nächsten Video und gehabt euch wohl.